Kaffee gehört für viele zu ihrem morgendlichen Ritual nach dem Aufstehen dazu. Man fühlt sich wacher, auch nach einer kurzen Nacht, und es schmeckt einfach. Allerdings gibt es eine bestimmte Personengruppe, die auf den regelmäßigen Verzehr von Kaffee besser verzichten sollte. Im schlimmsten Fall drohen sogar tödliche Folgen. Laut einer Studie aus Japan von Dezember 2022 kann der Kaffeekonsum für Menschen mit Bluthochdruck gravierende Folgen mit sich bringen. Der Studie zufolge erhöht ein starker Kaffeekonsum sogar das Sterberisiko für BluthochdruckpatientInnen. Schon 2 Tassen können demnach der Gesundheit schaden. Eine kleine Entwarnung können die Forschenden dann doch geben. Eine Tasse Kaffee pro Tag ist auch für Menschen mit Bluthochdruck gesundheitlich unbedenklich. Auf gesunde Menschen kann Kaffee sogar einen positiven Effekt haben, denn er kann unter anderem das Schlaganfallrisiko und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken.